Ja, hallo meine Freunde, da sind wir wieder zu Minecraft Let's Play. Und die Musik hat was. Warte. Ich öffne ganz kurz mal den Ordner. Das dauert wenige Sekunden und ich bin viel zu faul. So. So, spielen wir weiter. Building Terrain. Habe ich eigentlich gestern noch gespeichert? Nee, ich habe gestern eigentlich nicht mehr gespeichert. Ich habe keine Singleplayer gemacht, muss ich erst wieder installieren. So, wieder da, kurz Backup. Ich habe alles vergessen. Die 10 Sekunden da waren einfach zu viel. Wir haben es geschafft. Wir kommen von diesen schwarzen Kreaturen fliehen, aber was ist das? Okay. Das trägt wohl nur zur Story ein bisschen bei. Ne, verarsch mich, verarsch mich. Drüben ist dann auch noch was. Das macht nichts. Wir sehen links und rechts runter, da ist Obsidian. Sieht das da vergessen oder habe ich nicht gemacht? Okay, das sieht, ich gebe zu, ziemlich geil aus. Hier sind Buttons, ich glaube, das habe ich mir von da. Ja, checken wir mal diesen Raum ab. Allerdings kein Pressure Pad auf dem Boden. Gut Glück! Gut Glück! Ich nehme den Mut und. Was hast du? Mitte, rechts. Rechts, rechts, links. So, die Türen führen offensichtlich alle zu einer Position. Ich hasse solche Labyrinthe wirklich. Ich dachte schon, ich falle. Die Musik gibt hier echt einen epischen Touch. Wieder auf die Kurve, und da geht's nicht weiter.
muss auch sagen, ich bin ziemlich schlecht in solchen Labyrinthen. Ich glaube wohl nur, weil ich in der Adventure-Map von Creepers oder so irgendwie... Shit. So, jetzt kommen wir echt um. Danke fürs Durchspielen von EndermanVillage 1. Was? Wenn das jetzt das Ende war, dann ist das echt lahm. Macher. Ja, wir danken mal Motawara, Geräte und Nippel, Electronic Beans. Die Tester waren Pedicaps und ja, wir jetzt auch. Ja, ich habe so ein Gefühl, dass das Ende da unten war. Sonne zum Blitzen. Donnerblitze! Das darf nicht. So, jetzt kommen wir mal zurück. Ja, da hat er ein bisschen mehr in der Brust bekommen. Das Let's Play mit dem Memorial Band. Komm schon. So. Ein paar Secrets suchen. Ja, das war's dann für EndermanVillage. Wir danken diesen Leuten. Und tschüss.